Wir sind zurück in Düsseldorf, Durchgang 2 an diesem Freitagabend und es gibt auf beiden Seiten Wechsel. Melem geht, Rosenthal kommt, das ist ein Wechsel zurück zum Nürnberg-Spiel. Und die Fortuna hat Dumann gebracht in die zweite Halbzeit. Das werden wir gleich alles der Reihe nach machen. Dumann kam bei der Fortuna für Neuhaus. Wird also dann ins Mittelfeld gehen, auf die Position, auf der Neuhaus gespielt hat. Hennings, Düsseldorf droht die erste Heimniederlage dieser Spielzeit. Sie haben einmal verloren, das war auswärts, ansonsten noch kein Spiel verloren in dieser Arena und müssen heute diesen Rückstand hinterherrennen. Erste Gelegenheit dazu, gut aufgepasst von Markus Steinhöfer. Höhn. Er hat sich den Ball zu Mal zurück nicht getraut. Dann eben ins Aus, Einwurf Düsseldorf. Fink, abgelegt, Ramon! Und es rächt sich fast, dass sie den Ball nicht zum Torwart zurückspielen. Denn fast resultiert aus dem Einwurf das Tor abgefälschter von Sulu, Eckstoß Düsseldorf. Glück für Darmstadt. Bei der ersten Gelegenheit im zweiten Durchgang Eckstoß Jean Zimmer. Und auch der ist gut mal rausgefaustet. Eiern. Holland, klasse gemacht, Sobek, toll angespielt, stark in der Mitte, ist durchaus stark im Abschluss, der Neuzugang aus Frankfurt, Yannick Stark, gerade zu Beginn der Spielzeit oft als Joker gekommen, kam dann von der Bank und traf, mittlerweile einer, der auch regelmäßig Startelf spielt, Ballverlust hier an Taylan Dumann. Altintop. Sobek, Altintop in der Mitte. Ball raus zu Großkreuz. Zu scharf, nicht zu erreichen. Für den Mann auf der linken Seite. Einwurf war nicht im Tor aus. Dumann. Hennings. Weiter für Jean Zimmer. Stark ist da. Großkreuz. Nächster schneller Angriff. Darmstadt vor allem mit Kontern. Das, was sie am Montag erlebt haben gegen Nürnberg, machen sie heute richtig gut. Kempe hat da Feierbahn gegen Spitz. Tobias Kempe muss jetzt die Flanke bringen oder selber irgendwie reindribbeln. Immer noch Kempe, stark gemacht. Gegen zwei Düsseldorfer, Schmitz ist da. Das war dann doch etwas zu viel von Tobias Kempe. Ramann durchgesetzt gegen Stark, Hennings. Andere Seite, Platz für Düsseldorf. Zimmer, meine Güte, genau in den Fuß von Sobek. Hoffmann gegen Rosenthal. Ball zurück zu Raphael Wolf. Ramann. Fink. Klasse durchgesetzt. Fink gibt keinen Freistoß. Und Fink bleibt zunächst mal liegen. Kann aber, glaube ich, weiterspielen. Versucht er jetzt gerade aufzustehen.
Und es geht weiter für Oliver Fink, Darmstadt mit dem Torschützen. Altintop, Arthur Sobiek, Altintop vorne an der Abseitsgrenze. Nicht gesehen von Sobiek, dafür Kempe. So, Raman geht. Und Torwart Nielsen wird kommen bei der Fortuna. Auch Darmstadt wechselt, Stark geht. Und Von Hake kommt. Neuzugang aus Bremen. Meist in der zweiten Mannschaft bei Werder gespielt. Jetzt neuer Mann im Mittelfeld bei den Lilien. Julian Von Hake, Abstoß. Raphael Wolf gab da eben einige Proteste, weil die Darmstädter einen Eckball haben wollten. Habe ich auch so gesehen beim Duell Schmitz gegen Stark. Gegen Kempe, Verzeihung. Aber Rode sagt Abstoß. Klasse abgelegt. Gieselmann. Harvard Nielsen, Freistoß, gehalten von Höhn, und schauen Sie mal, der will die Hand hinhalten, Nielsen springt auf, geht sofort weg, will jetzt natürlich bereitstehen für diesen Freistoß. Einen hatten wir schon, einen Freistoß, den hat Altintop verwandelt. Jetzt kommt die andere Seite, jetzt kommt Fink für die Fortuna. Gegen die Viermannmauer bei Darmstadt 98 und Torwart Joel May. Position ist eh nicht gut. Nicht Fink, sondern Schmitz. Und auch Henning steht bereit. Zunächst gibt's Gelb für Arthur Sobiek. Aber jetzt. Das ist Schmitz! Ja, so 2-3 Meter drüber. Der Freistoß von Lukas Schmitz. Einer, der schon seit Jahren hier in Düsseldorf spielt, zusammen mit Bozek Fink. Das sind die Urgesteine bei der Fortuna. Einer hat kürzlich die Mannschaft verlassen. Axel Bellinghausen ist Co-Trainer geworden. Sobiek. Und das ist die Chance. Rosenthal. Es war kein Abseits. Es hätte gezählt. Rosenthal, und Wolf ist da und kann den Ball abwehren. Riesengelegenheit für Darmstadt zur Vorentscheidung. Verpasst, weil Wolf da ist. Nur Eckstoß für Hamid Altintop. Großkreuz. Kempe! Festgehalten. Von Wolf. Von Hake. Und Altintop, Wolf. Nächste Chance. Und die nächste klasse Tat von Raphael Wolf. Hat in Bremen seine Probleme. Stammplatz dort verloren damals. Jetzt gewechselt. Und aufgrund der Verletzung von Michael Rensing seit Wochen im Tor der Fortuna. Eckstoß. Wieder für Darmstadt, wieder Altintop. Diesmal dicht vors Tor. Großkreuz. Kein Problem, keine Gefahr für Raphael Wolf. Aber das Spiel ist deutlich besser geworden. Deutlich offensiver. Auch weil Darmstadt jetzt aus dem Spiel besser ist. Weil die Fortuna natürlich das Tor machen will, um hier zumindest mal zu punkten, damit man auch nach diesem 10. Spieltag Tabellenführer der zweiten Bundesliga wäre. So könnte morgen Kiel gegen Bielefeld mit einem einfachen Sieg vorbeiziehen. Großkreuz. Kempe, Flanke zu weit. Da nochmal reingespielt.
Sobjek mit dem Kopfball. Aber Wolf ist da. Altentop. Darmstadt gewinnt jetzt mehr Duelle. Gerade die Kopfball-Duelle im Mittelfeld von Harke und Altentop machen das richtig gut. Gegen Nielsen, gegen Hennings von Harke. Und Kempe. Rosenthal. Entscheidung verpasst. Das lässt sich jetzt nach den letzten Minuten ganz klar sagen. Und Darmstadt wechselt zum dritten Mal. McLaren kommt für Otto Sobjek. Dann hat Thorsten Frings vor allem vorne getauscht. Das ist ein Stürmer, der für einen Stürmer kommt. Dazu Rosenthal auf der Position von Medem, sogar leicht offensiver. Und von Harke. Schmitz. So, 10 Minuten mehr Nachspielzeit. Bleiben hier in Düsseldorf. Die Fortuna droht, die Tabellenspitze zu verlieren an Holstein Kiel. Das zwar erst morgen spielt, aber die Vorlage ist da. Und dann könnte auch Nürnberg am Sonntag gegen Dresden anrücken. Darmstadt könnte mit diesem Sieg die Tabellenführung, den Aufstiegskampf nochmal deutlich spannender machen. Und Düsseldorf würde das erste Mal zu Hause stolpern. Schmitz. Gieselmann, gute Flanke, aber klasse aufgepasst von Aytaçsulu, gibt nochmal Eckstoß, nochmal Standard für Düsseldorf. Schmitz will ausführen und dann hoffen, irgendeinen zu finden. Frings tobt an der Seitenlinie, will, dass es irgendwie über die Zeit gebracht wird, ist gut, Ball! Ist am Ball, kann ihn festhalten. Joel Mall, eine ganz wichtige Aktion. Wenn es beim Sieg bleibt, dann war Mall da, auch Sule wäre da gewesen. Freistoß nach dem Check von Altentop. Dazu gibt es die tatsächlich gelbe Karte für den Darmstädter, für Hamid Altentop. Tor gemacht, jetzt gelb gesehen, aber das wird heute ohne Folge bleiben. Wohl aber der Freistoß, den es nochmal gibt. Okay, es war nicht nur der Check, es war auch das Bein, das er reinstellt. Und damit ist es dann für mich unterm Strich richtig, was René Rode gesagt hat, mit Gelb. Nächster Freistoß für die Fortuna, Lukas Schmitz. Gieselmann steht ganz frei. Nico Gieselmann, Nielsen! Das ist der Ausgleich, 90. Minute, 1-1 Düsseldorf. Herbert Nielsen macht das Tor, entscheidend, dass der Ball verlängert wird von Dumann. Gieselmann legt rein und Nielsen macht das Tor gegen Ball, der da nicht rankommen kann. Natürlich müssen sie das besser verteidigen, müssen Nielsen besser abdecken. Und das ist das Tor für Düsseldorf, 90. Minute, Darmstadt verspielt ein Sieg mit einem Traumtor, mit einem Traumfreistoß. Und Nielsen ist da, macht das Tor, verhindert vielleicht die erste Heimniederlage. Die große Frage, was macht Darmstadt jetzt? Man hat natürlich vorne Spieler mit McLaren und Jan Rosenthal. Das war durchaus mutig gewechselt von Thorsten Frings, der eben keinen Verteidiger gebracht hat, sondern gerade vorne gewechselt hat. Jetzt können sie das so spielen mit McLaren. Kempe! Vergibt das 2-1, vergibt die Gelegenheit, nochmal vorzulegen. Wolf ist da, kann abwehren. Eine Glanztat des Düsseldorfer Torwartes gegen Tobias Kempe. Nächster Eckstoß für Darmstadt. Hamid Altentop ist noch lange nicht durch hier. Wolf ist da.
Letzte Aktion verspielt. Kempe, Nachspielzeit abgelaufen. Hennings will nochmal den Ball haben und Kempe versucht es nochmal durchzulaufen, wird aber abgepfiffen. Schluss in Düsseldorf an diesem Freitagabend. Ein Topspiel, das im zweiten Durchgang noch deutlich stärker wurde. Darmstadt führte durch seinen Traumfreistoß mit 1:0. Dann kam die späte Antwort durch Hubert Nielsen und so schafft Düsseldorf zumindest noch den Punktgewinn, bleibt Tabellenführer. Kiel allerdings könnte heranrücken, genauso Nürnberg. Die Darmstädter verpassen erneut den Sprung nach oben. Es gab Gelegenheiten heute nachzulegen, auch am Ende noch die große Chance für Kempe, bei der Wolf da war. So verliert Darmstadt 2 Punkte, schafft es aber zumindest beim Tabellenführer zu punkten. Düsseldorf bleibt oben, vergibt aber die Chance, die Tabellenführung klar zu untermauern. Und das war es ja an diesem Freitag. Ein tolles Spiel, das im zweiten Durchgang nochmal deutlich besser wurde. Wir sagen Tschüss aus Düsseldorf. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße vom Rhein.